Was für eine bewegende Zeit aktuell. Nicht zuletzt auch für die Skiszene, aber zunächst einmal wünsche ich dir ein gesegnetes, frohes und gesundes Osterfest 2020, was dieses Jahr sicherlich in einem ganz anderen Rahmen stattfindet, als es die letzten Jahre war. Frecherweise blende ich jetzt einfach mal ein paar Skiaufnahmen ein, denn einige von euch wären sicherlich gerade auf den Pisten dieser Welt unterwegs, auf den Bergen dieser Welt, würden den Sonnenskilauf genießen. Und doch ist alles anders gekommen. Und damit darf ich dich auch noch mal ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Ski-Update. Du siehst ein ganz anderes Setup als sonst. Ich genieße meinen Kaffee und ein paar Erdbeeren, Datteln, bin zu Hause, so wie die meisten von euch an diesem Sonntag heute. Feier ein anderes Osterfest ohne Familie, ohne Freunde, bin hier einfach in meiner Wohnung in München. Und ja, begehe mit euch gemeinsam dieses Ski-Update. Wir haben einige Themen offen. Aber zunächst einmal geht es um die große Frage, wo wärst du denn gerade aktuell? Was wäre eigentlich dein Plan gewesen? Wärst du auf den Bergen? Hat die Stornierung, wenn sie anfallen musste, reibungslos funktioniert? Warst du vielleicht sogar in den Hotspots, als es zur Pandemie gekommen ist? Schreib doch gerne mal in die Kommentare, was deine Geschichte zu dieser ganzen Corona-Thematik in Richtung des Skifahrens ist. Die heutigen Themen, die ich mir vorgenommen habe, gehen alle um die aktuell heiße Phase, auch im Wintersport, die ja, ja das Saisonende ganz abrupt durch die Corona-Pandemie, durch Covid hervorgerufen hat. Ich möchte euch einige kreative Clips, genau zwei an der Zahl, zeigen. Aktuelle Clips aus dem Wintersport, mal eine ganz andere Interpretation. Ich möchte mit euch auch ja, die Live-Bilder der Skiorte angucken. Das ist bestimmt auch mal spannend zu sehen. Da ist nämlich aktuell natürlich tote Hose. Schlagzeilen zum Wintersport. Was ist gerade passiert? Ihr wisst es, der Wintersport ist nicht zuletzt auch sehr stark mit der Corona-Pandemie zusammenhängend. Darauf werde ich gleich eingehen. Und auch ein paar Rücktritte, die wir beim DSV verzeichnen müssen. Und ich möchte gern einmal einen Blick zurück in dieser Saison werfen. Was haben wir mit dem Ski-Update erreicht und was kommt jetzt im Sommer? Das ist immer die große Frage. Ich würde sagen, wir starten aktiv sowohl in den Sommer als auch in dieses Ski-Update, legen jetzt los. Viel Spaß mit den heutigen Themen. Auf geht's! Für die aktuellen Clips im Wintersport nehme ich dich einmal mit in das Wohnzimmer oder in das WG-Zimmer von Philipp Klein. Dieser Clip ist durch die Welt gegangen, ein Wintersport-Clip der anderen Art und Weise. Ein kurzer, ja, Videoclip von 57 Sekunden, erstellt durch den Fotograf und Filmemacher Philipp Klein, der mir vorher kein Begriff war, muss ich ganz ehrlich sagen, aber der hier in seinem Zimmer eine ganz spannende Interpretation des Skifahrens und des Skisports, des Skitourengehens, nachgebildet hat, wo er aus seinem Bettlaken einen Berg gebaut hat und in seinem Zimmer Skifahren geht. Unglaublich cool gemacht. Dieser Clip ist innerhalb von kürzester Zeit durch die WhatsApp-Gruppen gegangen, durch die Wintersportwelt gegangen und absolut verdient, denn das war eine kreative, coole Anwendung, die er da gemacht hat. Philipp Klein, hoffentlich bleibst du uns mit weiteren Clips an dieser Stelle erhalten und ich hoffe, dass dir dieser kleine Clip an der Stelle auch gefallen hat. Das soll aber nicht der letzte Wintersportclip sein, den ich zeigen möchte, denn ein Familienvater aus England hat auch etwas ganz, ganz Spannendes getan. Wahrscheinlich wollte auch die Familie gemeinsam in den Skiurlaub fahren, jetzt zu den Ostertagen, und hat dann ganz spontan den Garten umgebaut zu einem kleinen Skigebiet. Das zeige ich euch jetzt. Auch dieser Clip ist ungefähr eine Minute lang und man sieht die Töchter, die dort ja im Klappstuhl hinauftransportiert werden über eine Seilwinde, die der Vater offensichtlich gebaut hat, der da auch den Lift bedient. Und eine kleine Skipiste ist auch aufgebaut. Die Mädels dürfen da mit den Skiern von oben runterfahren im Garten. Eine richtig coole Aktion, die der Vater und die Familie sich da ausgedacht haben, um den Skisport dann doch zu erleben in diesen Tagen, wo ja die Skigebiete an sich fast überall in Europa, außer in Schweden aktuell, geschlossen sind. Das ist natürlich wirklich eine richtig coole Sache. Und da geht's ab. Kleine Abfahrt. Ist nicht weit die Abfahrt, aber sicherlich ein cooler Spaß, der im Garten der Familie stattfinden kann. Also kreative Clips zum Wintersport, die es aufgrund der Ausgangsbeschränkungen gab, dass man im Garten dann doch kreativ geworden ist oder eben zu Hause. Und jetzt schauen wir uns doch einmal an, was uns eigentlich oder vielleicht erwartet hätte, wenn wir denn an Ostern Ski gefahren wären. Jetzt einmal in diesem Moment auf die Live-Bilder, hier zum Beispiel in Sölden am Gigijoch. Schnee ist vorhanden, wie wir sehen, auf 2290 Metern.
Ja, es gibt ein paar vereinzelte Spuren, die ich da auch sehe. Das heißt, vielleicht ist dann doch jemand von den Bergbahnen, der noch gearbeitet hat, einmal diesen Schnee gefahren. Aber wir sehen natürlich auch, es ist absoluter Sonnenskilauf. Es ist alles eher schon angetauter Schnee. Das sehen wir auch an den glitzernden Stellen. Wir können einmal rüberschalten zum Seekogel auf 2600 Metern. Auch da sehen wir verschobenen Schnee, aber es wäre noch Schnee vorhanden gewesen. Wir hätten an dieser Stelle diese Berge genießen können. Und auch in Zerfaus-Fislades sehen wir Bilder am Maßnerkopf hier, die Lust machen auf einen Wintersporturlaub, der aktuell natürlich nicht möglich ist, wo wir alle zu Hause sind und ja, eben eine andere Zeit genießen müssen. Maßnerkopf hier sehen wir, da waren wir auch in diesem Jahr Skifahren, haben den Skigebietstest gedreht. Gehen vielleicht nochmal auf eine andere Webcam hier aus. Zerfaus-Fislades. Dann noch am Schönjoch in Fis, wo er auch linksrum, jetzt hier im Bild linksrum, die Frommesabfahrt abgeht. Auch da sehen wir tolle Verhältnisse. Die Fisser Nordseite, eben vom Schönjoch runter. Und dann gehen wir zuletzt auf die Webcams von Ischgl ein. Von euch ja tatsächlich auch ein großes und beliebtes Skigebiet, was aktuell aber definitiv nicht nur wegen des Wintersports an sich in der Presse ist, sondern auch sehr stark in Verbindung gebracht wird mit dem Coronavirus. Zu diesen Vorfällen oder generell zu den politischen Themen dahinter kann und will ich mich an dieser Stelle nicht äußern. Das liegt daran, dass da sicherlich noch viel behördlich aufgearbeitet werden muss. Wir haben oder du hast vielleicht schon die Berichterstattungen gesehen, die auch im direkten Zusammenhang mit einigen Alpenorten und der Verbreitung des Viruses in Europa zusammenhängt. Natürlich, unser Sport ist so, dass einige Menschen aus verschiedenen Nationen nach Europa, nach ja, Orten wie Ischgl oder aus Europa nach Orten wie Ischgl kommen und dort den Skisport nicht nur in seiner sportlichen Variante, sondern natürlich auch die Gastronomiebetriebe und alles, was darum hängt, genießen. Und das ist natürlich, ja, war eine Quelle für die Ausbreitung des Viruses. Wenn du dich da nähergehend informieren willst, dann geh lieber zu den öffentlichen und großen Einrichtungen, die guten Journalismus betrieben haben. Da habe ich dir unten Links hineingepackt, einmal von der Tagesschau und zu einer Dokumentation durch den BR. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, auch nicht geschrieben. Da wird noch ein bisschen was aufbearbeitet werden, wenn wir denn aus dieser Corona-Zeit generell erstmal hinauskommen. Schweres Thema, definitiv. Das war eine der Schlagzeilen, die ich im heutigen Ski-Update besprechen wollte. Jetzt kommen wir noch zu der anderen größeren Schlagzeile der letzten Wochen. Beim DSV hat es bittererweise 6 Rücktritte zum jetzigen Zeitpunkt gegeben. Nach der eher mageren Saison, jetzt auch nicht nur der Winter an sich war mager, aber auch der DSV und die Ausbeute war schlussendlich mager. Fritz Dopfer, bekanntester Rücktritt würde ich sagen, danach Christina Ackermann, Dominik Steele, Benedikt Staubitzer, Klaus Brandner und zuletzt auch noch die Bekanntgabe von Veronique Ronneck, die zurückgetreten ist. Schade, dass das DSV-Team an dieser Stelle auch noch diese 6 Gesichter verliert. Jetzt heißt es, neuen Kader aufbauen, die Youngstars nach oben drücken. Ich wünsche dabei viel Erfolg für die kommende Saison. Und wir werfen nicht nur einen Blick zurück für die Saison, jetzt auf die DSV-Saison, sondern doch auch mal auf unsere Themen, die ich gemeinsam mit dir hier auf dem YouTube-Kanal erleben durfte in der Saison. Tolle Aufnahmen haben wir gemacht, tolle Videoprojekte, die gestartet sind. Wir haben das Ski-Update jetzt insgesamt mit diesem Ski-Update heute 23 Mal ausgeführt. Größten Dank natürlich auch immer an Basti, der mit hinter der Kamera war bei diesen 23 Stück. Die beliebtesten Ski-Updates sind das Ski-Update über die 10 steilsten Pisten, die 7 Lift-Updates und die 5 besten Skimodelle. Das waren so die Treibervideos aus dem Ski-Update, die es in dieser Saison gab. Und dann hatten wir noch über 50 weitere Videos, die gekommen sind. Und daraus waren sicherlich die beliebtesten Kategorien einmal die Skitechnik-Tipps und die Skigebietstests. Und da waren wir in verschiedenen Gebieten unterwegs. Zerfaus-Fislades, neues Gebiet für mich, Schmittenhöhe, Innsbruck, Saalbach-Leogam, Hintergärm, Fieberbrunn, Le Trois-Vallées in Frankreich, ganz toller Ausflug. Die Turacher Höhe nicht zuletzt zu nennen. Unglaublich spannend. Ich hoffe, dass euch diese Videos gefallen haben, dass euch auch die Aufnahmen gefallen haben. Und ich möchte gerne dranbleiben an YouTube-Kanal, auch generell mit euch in Interaktion zu treten. Das Ganze macht Spaß, denn insgesamt sind wir auch über die Saison
4 Millionen Views zusammengegangen, also 4 Millionen Aufrufe in dieser Wintersportsaison. Und wir haben uns von 11.000 Abonnenten auf die 44.000 Abonnenten bewegt. Ganz herzlichen Dank, größter Dank wirklich. Es kommt bei mir aus dem Herzen, es macht mir riesig viel Spaß, das Ganze zu gestalten. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es dir gefällt. Jetzt soll es aktiv in den Sommer gehen. Ich möchte jeden Monat ein Ski-Update dieser Sorte machen, möchte dich mitnehmen in die aktuellen Wintersportthemen, möchte auch eine Diskussionsgrundlage in den Kommentarspalten bieten. Das heißt, da möchte ich ja jeden Monat ein Ski-Update hochladen, auch im Sommer. Und nebenbei sollen dann verschiedene Themen aus dem Mountainbikesport, aus dem Fitness im Sommer, wenn es auch mal eine Bergwanderung geht, generell ums Thema Aktivitäten gehen. Das heißt, es wird jede Woche weiterhin ein Video auf diesem YouTube-Kanal geben. Ich freue mich, wenn du weiterhin mit dabei bist. Und zu guter Letzt, ich habe hier schon ein bisschen was aufgebaut, snacke hier gerade auch nochmal die zweite Erdbeere. Heute Nachmittag soll es einen kleinen Kaffeekranz, digitalen Kaffeekranz geben, hier auf YouTube um 14 Uhr, ein Livestream, bei dem ich einfach auf Fragen eurerseits eingehen möchte. Heute Nachmittag um 14 Uhr, ich tippe mal für mindestens mal eine Viertelstunde, kann aber auch deutlich länger werden, kann auch eine halbe Stunde dauern. Schauen wir mal, was uns erwartet, welche Fragestellungen du hast. Und da treffen wir uns um 14 Uhr wieder. Ich würde sagen, einen wunderschönen Ostersonntag. Wir sehen uns zum Kaffee trinken, wenn du in der Quarantänezeit oder in der Ausgangsbeschränkungszeit ein anderes Thema an diesem Ostersonntag benötigst. Vielen Dank fürs Einschalten und ich freue mich, dass du hier auf dem YouTube-Kanal mit dabei bist. Wenn du noch nicht abonniert hast, setz das Abonnement, einen Daumen nach oben und wir sehen uns spätestens um 14 Uhr oder im nächsten Video. Ciao!